Hallo und herzlich willkommen zurück bei Octavia Traveler. Und jetzt wollten wir ja uns Filions Geschichte anhören. Der berühmte Schatz des Hauses Ravus, was? Sein Name ist Filion und er ist ein Dieb. Er ist ein einsamer Wolf, rau und schroff wie die Felsen des Klippenlandes. Er wandert von Stadt zu Stadt und hat nun Felsfall erreicht. Er arbeitet allein, aber das war nicht immer so. Kaum jemand kennt seine Vergangenheit oder sein Gesicht. Aber man erzählt sich überall von seinen Taten. Eines Abends sitzt er einsam bei seinem Getränk. Da hört er Gerüchte von einem gar zu verlockenden Ziel. Ein Schatz, der unmöglich zu stehlen sein soll. So geht er los, um die Sicherheit des großen Hauses Ravus auf die Probe zu stellen. Auf diesem Weg braucht er echte Verbündete. Ja, ich bin mir sicher. Ja. The usual. Das Übliche. As you like it. Wie du wünschst. I heard that thief's at it again. Ich habe gehört, dass dieser Dieb wieder zugeschlagen hat. Really? What's he done this time? Was hat er denn jetzt gemacht? Lifted everything off a merchant, leaving the goldsmithy. Er hat einen Händler, der gerade vom Goldschmied kam, um all seine Besitztümer erleichtert. Guess he didn't get his fill at that fancy manor the other day. Still can't believe he made it past all those guards. Hat ihm das schicke Anwesen neulich wohl nicht gereicht. Immer noch unglaublich, dass er an all den Wachen vorbeikommen konnte. I'm sure the more the better for him. Je mehr, desto besser, denkt er sich wohl. They were more like decorations than actual guards. Die waren eher Dekoration als echte Wachen. Ain't no point swooning over someone else's work. Sinnlos, die Arbeit anderer zu bestaunen. Someday we'll make it as big as that thief, and then we'll be the talk of the town. Eines Tages werden wir diesen Dieb ebenbürtig sein, und dann sind wir das Stadtgespräch. Yeah, you said it, partner. Ja, du sagst es, Freund. Partners in crime, huh? Gaune, Freunde, hm? Es war vor 10 Jahren. Unsere Wege kreuzten sich in einem besonders schäbigen Kerker. Ich erinnere mich noch gut an diese Begegnung. Schließlich hatte sie große Folgen für meine Karriere. Oi! Rainer! And? Nicht einmal ein Bitte? Ah! Mit dieser Einstellung wirst du es hier nicht lange aushalten, du Schnösel. Ha! Du scheinst ja gut damit klarzukommen. Ha? Frecher Bengel. Dann wirst du deine Manieren eben auf die harte Tour lernen, genau wie die anderen. Hi. Wie ich sehe, bist du genauso herzlich begrüßt worden wie ich. Und wer bist du? Ein nichtsnutziger kleiner Fisch, der auf frischer Tat ertappt wurde, genau wie du. Oh, really? Genau wie ich? Nun ja, du siehst schlimmer aus. Ha. Gewöhn dich an meine hässliche Visage, denn in nächster Zeit werde ich bestimmt nicht schöner. Die Wachen glauben, sie könnten uns mit schlagenden Argumenten ändern. Und sie nehmen hier alle hart dran, uns kleine Fische am meisten. Kann ich mir vorstellen. Also, bist du bereit, ein braver Junge und nett zu den Wachen zu sein? Ha. Bist du es?
Nö. Nö, und ich habe nicht vor zu warten, bis sie mich bemerkt haben. Hier, ich habe eine Nadel, um das Türschloss zu knacken. Hey. Hey. Bin gerade ein wenig beschäftigt. Hier. Probier's doch mal damit. Der Schlüssel, wo hast du den denn her? Ha! Hab ich mir gekrallt, als der Wachmann vorhin seinen Wutanfall hatte. Na, dann sieh mal einen an. Dann lass uns von hier abhauen. Ich heiße übrigens Darius, Kumpel. Therion. Therion. Partner. Also Therion, wir beide sind jetzt Gaunerfreunde. Ah, sweet memories. Ach, welch süße Erinnerung. Fill it up. Mach voll. Here you go. Hier bitte. Beg pardon. Would you happen to be after them, Ravus's treasure? Verzeih, aber hast du möglicherweise, womöglich, ein Auge auf das, auf den Ravus-Schatz geworfen? If you are. Falls ja, I suggest you think again. Falls ja, denkt nochmal drüber nach. Heard another would-be fortune hunter was tossed in the dungeons yesterday. Hab gehört, dass erst gestern ein weiterer Glücksritter im Kerker gelandet ist. So what's the count now? Wie viele sind's inzwischen? A score? Maybe more? 20, vielleicht mehr. But House Ravus ain't known to be kind to those who covet their wealth. Das Haus Ravus geht bekanntlich recht unsanft mit allen um, die scharf auf seine Reichtümer sind. Still, poor thieves can't help but flock to that manor like moths to a flame. Und trotzdem werden die armen Diebe von diesem Anwesen angezogen wie Motten vom Licht. Suppose it's all those rumors of their riches that keep them coming. Some say it's enough to buy up the whole town and then some. Liegt wohl an den Schätzen, die sie angeblich dort angehäuft haben. Manche sagen, man könnte sich eine ganze Stadt und noch mehr davon kaufen. Just one town? What about the neighbors? Nur eine Stadt? Was ist mit den Nachbarn? Wissen die mehr? Can't say for sure. No one's ever seen the treasure. Keine Ahnung, niemand hat den Schatz hier gesehen. Even that master thief they keep talking about would have more than his hands full. Selbst dieser Meisterdieb, der gerade in aller Munde ist, könnte sicher nicht alles wegschaffen. A perfect tale for the tavern. Ein perfektes Kneipenmärchen. Look, when you've been in the business long enough, you can tell things at a glance. Tja, wenn man schon so lange, wenn man schon lange genug im Geschäft ist, erkennt man so etwas auf den ersten Blick. You're a smart and skilled young man. Probably have a long career ahead of you. Du bist ein kluger und geschickter junger Mann. Vermutlich liegt nur eine große Karriere vor dir. That's why I'll say it once more. Stay away from that manor. Deshalb noch einmal, halte dich von diesem Anwesen fern. Thanks for the advice. Danke für den Rat. Next time, I'll have a tale of my own to tell. Demnächst kann ich eine eigene Geschichte erzählen. Man sagt, das Haus Ravus liege auf dem Gipfel des Berges, wo nur die Reichsten der Reichen siedeln. Zum Haus Ravus gehen, das tue ich selbstverständlich. Und noch können wir nicht unsere J-Fähigkeit einsetzen. Schade. Dann gehen wir erstmal zu Haus Ravus. Aber das können wir schon öffnen. Spitzer Dolch. Also er kann Schwerter und Dolche benutzen.
What do we have here? So viele Wachleute auf einmal habe ich zuletzt im Kitchen gesehen. Alright. Posten wechseln. Oi! Du dort. Yes. Ja, ja. Listen up. Schlauf nicht so rum, geh entschlossenen Schrittes. My apologies. Ja, ja. Wir werden hier bestens bezahlt. Legt mehr Stolz an den Tag. Well, I'll be damned. Fast wie eine Armee. Was für ein Ort ist das nur? Grrr, Wachen im Sauna. Sogar Wachhunde haben sie. Das ganze Gelände ist mit Stolperschnüren gesichert. Und zu versuchen, über die Mauer zu klettern, scheint mir den Aufwand als mehr Aufwand als mir Nutzen bringen würde. Eine falsche Bewegung und die Schnüre lösen Alarm aus. Hä? Hm? Was ist denn da los? Listen. Welchen Teil von keinem Zutritt hast du nicht verstanden? Exactly. So ist Raus und fängt keine Besucher. Es dauert auch nicht lange, wirklich. Ich bin nur ein Händler, der... Ein Händler, sagst du? Beweise es. Was soll ich beweisen? Ich bin hergekommen, um der Dame des Hauses einige Gewänder vorzuführen. Und das sollen wir dir einfach so glauben. Wenn du keinen Beweis dafür hast, kannst du dich wieder davon machen. Aber ich... Na gut, dann gehe ich eben wieder. Oho. Hätte nie gedacht, dass der Vordereingang der leichteste Weg hinein ist. Zeit, einen Beweis zu besorgen. So ist es. Aber zuvor looten wir hier noch. Eisenhelm. Dum, 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 dum. What do we have here? Ja, wenn das nicht mal unser Händlerfreund ist. No. Das ist ein Skandal. Vom Haus Rabus hätte ich mehr erwartet. Ah, yes. Am Tor abgewiesen? Woher wisst ihr das? Das geht allen so. Gerüchten zufolge hüten sie im Inneren einen riesigen Schatz. Aber ich habe es doch gar nicht auf ihren Schatz abgesehen. Ich wollte der Dame des Hauses lediglich meine Waren zeigen. Dann sollte ich beweisen, ein Händler zu sein. Right. In der Tat, ihr braucht ein Empfehlungsschreiben, um hineinzugelangen. Was für ein Schreiben? The truth is... Das Haus Ravus macht nur mit renommiertesten Händlern Geschäfte. Ah. Und wie komme ich an so ein... Und wie komme ich an ein solches Schreiben? Das verdient man sich nicht über Nacht. Ihr müsst euch in dieser Stadt erst einmal einen Namen machen. Ihr müsst beweisen, ein verlässlicher Handelspartner zu sein. Dann und nur dann erhaltet ihr dieses Schreiben. Was bedeutet, dass man die Besitzer eines solchen Schreibens an einer Hand abzählen kann? Tja, das klingt nach schrecklich viel Arbeit. Seid ihr sicher, dass es keine andere Möglichkeit gibt? Natürlich. Zumindest kann ich mir eine vorstellen, genau.
I'll do what thieves do best. Ein wahrer Dieb würde es einfach stehlen. So ist es, und jetzt haben wir nicht unsere Wegeaktion. Und zunächst gucken wir mal, haben wir schon alles weggelootet. Dann wollen wir doch mal sofort testen. Was hast du denn dabei? Erleuchtende Ohrring, ausweichen plus 10 nehme ich mit. Jetzt geht's los mit Looten. Oh ja. So, das haben wir schon geöffnet. Bestimmt bin ich ein toller Anblick, aber hört sofort auf, mir zu folgen, ja? Du hast es also bemerkt? Für Diebe verhaltet euch nicht gerade unauffällig. Du bist wachsamer als die meisten, mein Freund. Genau wie wir. Wir wissen, dass du wegen des Rabusschatzes hier bist. Wenn die Armee dort nur ein kleiner Hinweis auf den Wert des Schatzes ist, lohnt es sich dafür jede Mühe. Und habt ihr diesen Schatz tatsächlich schon gesehen? Das brauchen wir gar nicht. Sieh doch nur, was sie alles treiben, um ihn zu sichern. Wachleute, Hunde, Fallen, egal was, sie haben es. Und ihr seid nur hergekommen, um mich zu warnen? Wie aufmerksam von euch. Hört zu, wir wollen dir einen Vorschlag machen. No thanks. Und meine Antwort lautet nein. Listen. Lass uns erstmal ausreden, Kumpel. Wir können uns gegenseitig behilflich sein. Yeah. Mein Freund hier war schon drin. Er hat ihre Fallen aus unmittelbarer Nähe gesehen. Teufel auch, beinahe wäre er in eine hineinspaziert. Oi. Sei still, du hast gesagt, dass du niemandem davon erzählen würdest. Egal, alles ist gut gegangen und wir sind jetzt hier. Also, was sagst du? Es wird nicht leicht sein, den ganzen Schatz allein zu tragen. Wir wollen deine helfende Hand sein. Nope. Ich habe schon zwei Hände, das reicht mir. Damn you. Du denkst also, du bist was Besseres als wir. Ist es das? Ich bin kein Dieb. Ich bin ein Dieb, kein Kindermädchen. Say again? Ein mieser Schuft bist du, sonst nichts. Are we done here? Pass auf, ich habe keine Zeit, euch Hofnarren zu unterhalten. Ich habe Termine. Hey! Du bist nirgendwo hin. Uff. Bye now. Geht mir aus den Augen. Yikes! Alles klar, bitte Kumpel, sag mal was. Kumpel. Oi! Diebe! Let none escape! Ihr entkommt uns nicht. Das glaubt auch nur ihr. Partner. Darius, hier lang. Verstanden. Person. Verdammt, wir haben sie verloren. Find them! Sie können nicht halt gekommen sein, sucht weiter. Alright. Sie sind weg. Fürs Erste sollten wir sicher sein. Mhm. Das lief besser als erwartet. Ich wünschte, die hätten ihre dummen Gesichter sehen können. Ah, das haben sie nun davon, wenn sie uns wie Kinder behandeln. Wir sind vielleicht kleine Fische, aber wir sind schlauer, als sie es jemals sein werden. Das kannst du laut sagen. Wenn wir uns zusammentun, kann uns keiner aufhalten. Sieh nur, wir haben mächtig Beute gemacht. Ja, ein ganz schöner Fang.
Etwas von Begeisterung kannst du schon zeigen, Kumpel. Das gehört jetzt alles uns. Tja. Wir wussten, was wir wollten und haben es uns eigenhändig genommen. Partner. Das ist die richtige Einstellung. Uns liegen alle Schätze der Welt zu Füßen. Partner. Wenn du das meinst, Freund. Das freut. Das tue ich. Wir werden die größten Grauen aller Zeiten. Du wirst es schon sehen. Darius. Keine Zeit für Gefühlszuseleien. Ich muss an ein solches Schreiben kommen. Und genau das tun wir auch in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.